Moin, hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit einer Runde Witchfire. Wir haben uns das letzte Mal verabschiedet und ich habe die Frage rhetorisch in den Raum gestellt, was machen wir mit den 18.000 Aschen, die wir auf dem Zettel haben, beziehungsweise auf Tasche haben. Und ich habe, um das mal rauszuloten, so gemacht, dass ich auf die zweite Karte gegangen bin und zum Endgegner. Nicht um ihn zu machen, sondern zu gucken, was da, ob ich den schon machen kann. Und es ist die Vermutung, die ich hatte, ist, dass ich in dem Buch lesen muss, damit ich diesen Bereich auch freischalten kann. So habe ich es verstanden. Das heißt, wir müssen diese 18.000 Punkte und der Rest ist entstanden auf dem Weg dorthin, um mir Bild zu machen, für das Freischalten und das Lesen in diesem Buch verwenden, um weiterzumachen. Wir würden jetzt Folgendes machen. Also wir gehen jetzt hin, wir lesen da an dem Buch in dem Bereich, den wir freigeschaltet haben, und gehen dann auf die erste Karte, um diesen einen Bereich, den es dort gibt, wo das Gnoss ist, uns eine Möglichkeit gibt, einen Bereich freizuschalten, den wir ja noch nicht kennen, aber den wir ja kennen werden wollen, zu erkunden und schauen dann mal weiter. Aber das wird jetzt hier das Studium in diesem Buch erstmal der Hauptanteil sein. Ich glaube, wir haben soweit alles erledigt. Das heißt, Bamsle! Okay, also es ist tatsächlich so, dass wir neue Bereiche hier unten in den Katakomben jetzt freischalten könnten. Ja, und Scarlet Coast Family. Okay, die Barriere bei Karte 2 ist somit auch freigeschaltet. Wir haben die Möglichkeit, mehr Hexenasche zu erlangen. Und es sind ein neuer Slot freigeschaltet. You know, understand to hoe, remove. Castle Illusions. You can see more items hidden from the eye. Okay, alles klar. Also, das sieht doch alles sehr positiv aus. Für den nächsten Bereich bräuchten wir 30.000 Hexenaschen. Und wir müssen die Hexenfamilie um die Ecke bringen. So einfach hört sich das erstmal an. Aber wir gucken jetzt erstmal, was wir hier eventuell freigeschaltet haben. Es gab hier noch einen Gang. Leute, hier unten ist das für mich echt schwer zu sehen, wo ich mich hier bewegen muss. Allerdings, das ist komischerweise. So cremig. Hier wäre eine Fackel gar nicht so schlecht, ne? Hier kommen wir rein. So, hier sind wir drin, aber wir wollen doch da unten. Gab es da noch einen Bereich? Ich kann das auch gerade so echt übel sehen. Da ist er doch. Hier hoch. Okay, hier ist noch ein Bereich. Der Gnosis 2 voraussetzt. Und der könnte freigesetzt werden. Das machen wir natürlich. Für 2,5. Und tauchen in diesen neuen Raum ein. Der uns was genau. Im Vorfeld darf ich sagen, ich habe die schon freigeschaltet, was die Energie angeht, was die Seelen angeht. Und jetzt kriegen wir sie sowieso, so wie das aussieht, oder?
Nee, ist was anderes. Eine zweifache elementare Harpune? Slater them impact. Oh. Oh, 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 oh. The weapon of legend. Yes, sie gehört uns, die Striga. Name after demon catcher farmed for the shop. Okay. Okay, also wir haben die Möglichkeit, die natürlich auch im Spiegel weiter zu erforschen. Oben, wir gucken noch mal eben, was hier. What the fuck? Leute, hier sitzen Leute rum. Ist das ein Händler? What? Ein Witchfire Guard. Ach nee, halt, das ist hier so ein Dingens. Okay, was? Ich kann mir einen Guard erkaufen? Wie nice ist das denn, Leute? Euphoria of Dying. Okay, Genosse 2. Ah, wie gut, Leute. Herbal Lasse Green. Max Angelica and Mushroom on Minimap. Das hört sich so nach Heilung, würde ich jetzt nicht sagen. Aber aus Angelica und Pilzen können wir anscheinend, wenn wir dieses Ding da gekauft haben, uns die Dinger auf der Minimap anzeigen lassen. Das ist ja nice. Portal? Portal for limited time. Okay. Wir können das also wieder aktivieren, auch wenn das Portal abgelaufen ist. Ist das richtig übersetzt? Ich weiß es nicht. Loathing color by one level. Lowest color. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Okay, wir können Munition kaufen. Treasure Hunters Prisma. Mark Chase and Treasure. Okay, da werden uns auch die Prisma auf der Minikarte angezeigt, so wie ich das sehe. Placebo. Okay, irgendwie organisiert das unsere Defense. Also nice, Leute. Und das ist unsers oder spinne ich jetzt? Oder ist das seins? Also wir könnten tatsächlich loslegen. Ne? Also wir könnten Gold kaufen. Klar, für 3000 Seelen können wir hier Gold kaufen, um oben wieder zu forschen. Erstmal nicht so das Ding. Ich würde erstmal diese... Was ist das, Mark? Ach so, klar, jetzt, tut mir leid, Leute, manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir können uns die Truhen anzeigen lassen. Das wollen wir doch haben, oder? Habe ich gekauft. Also ich lasse das jetzt erstmal offen stehen. Bevor wir jetzt, was ich gerne mal ausprobieren würde. Service H. Okay, also der Witchfire Guard, so wie ich ihn verstehe, ist halt, wenn ich ihn bei mir trage, aktiviert habe, I don't know, Leute, dann, und ich sterbe, verliere ich die Hälfte meiner Asche, bleibe aber auf der Karte, aber die andere Hälfte behalte ich an Aschen,
und die andere geht dafür verloren. Right? Wir kaufen das mal. Ich weiß es nicht. Wir müssen es ausprobieren. Das geht ja darum, auch bei so einem Gameplay, denke ich mal, so ein lockeres Ding hier angezockt, dass wir die Sachen einfach probieren. Auch wenn was schief läuft. So, was ist hier los? Trade. Okay, dann komme ich also nochmal zu ihm. Oder? Nee, da ist gar nichts. Ah, spannend. Leute, das ist spannend. Das ist richtig schön. Gefällt mir gut. Auch diese Erweiterung ist jetzt mittlerweile, entschuldigt, so mittlerweile im Spiel ja schon ein paar Stunden drin. Ist diese Erweiterung wirklich nice? Klar hätte ich sie früher spielen können, aber ich habe einfach auch die Zeit benötigt, um... Aber hier unten das Licht, das ist echt bescheiden. Habe ich schon gebraucht, die Zeit, um hier erstmal zurechtzukommen mit den ganzen Düdelüt. Aber wir haben die Möglichkeit, eine unserer Waffen... Ich habe zum Beispiel, ich zeige euch das mal, bevor wir hier weitermachen. Also die können wir weiter aufwerten. Ich habe das Scharfschützengewehr auf Level 2 gebracht, damit wir damit arbeiten können. Der große Nachteil ist einfach bei dem Scharfschützengewehr natürlich die Munition. Aber hey, damit müssen wir arbeiten. Die Kombination zwischen der Handgun, also zwischen unserem Revolver, wir haben übrigens noch die Möglichkeit, auch eine Hangfire zu benutzen. Die hat einen höheren physischen Schaden, aber irgendwie hat sie weniger Damage. Wie ich das erklären soll, ich weiß es nicht genau. Wir haben Damage 45, aber Stun Power, der ist halt nicht so stark. Was auch immer das genau bedeuten muss, auch das muss ich nochmal herausfinden. Hip Range ist 15, ist genauso gut wie bei der Hangar oder wie auch immer man die nennen mag. Der Damage ist hier zwar geringer, aber die Stun Power ist halt very high. Ich glaube, da sollte ich nochmal ins Wörterbuch gucken, was da genau mit gemeint ist. Die Mobilität ist very high, ist alles gut. Also, ne? Wir könnten sie aufwerten. Ob wir das tun, weiß ich noch nicht. Und ich habe einen Ring erforscht. Und dieser Ring, mir ist noch nicht so klar, ob das eher ein automatischer Prozess ist, der hier in Gang gesetzt wird, weil der Ring hinterlässt Bomben. Oder hat die Möglichkeit, Bomben fallen zu lassen, wenn ich jetzt flüchten würde hinter mir. Knocks back, ne? Also, und kleinere Bomben, und die würden dann Verfolger attackieren. Wie ich diesen Ring im Moment benutze, ist mir noch nicht so ganz deutlich. Und auch das gilt es noch herauszufinden. Hinzu kommt, dass wir hier die Fireballs aufwerten könnten. Ich kann mich aber noch nicht so richtig entscheiden. Eigentlich hätte ich gerne so einen Eisweg. Aber Feuer ist halt auch sehr nice, weil es eher auf die Fläche geht. Hinzu kommt, der erste schwere Zauber ist eine Glocke, die ich erzeuge in einem Bereich, wo Gegner sich befinden. Und es gibt den Moment, wo ich, wenn die Gegner kommen oder in den Bereich dieser Glocke kommen, auf die Glocke schießen kann. Und dann werden die Gegner für einen Moment außer Kraft gesetzt, ist das falsche Wort. Sie werden gehindert in ihrer Aktion. Das heißt, sie werden nicht angegriffen. Ist eigentlich ein ganz cooles Ding. Ich setze den Zauber im Moment noch zu wenig ein, weil ich noch in der Spiel
in der Findung zu dem Spiel bin. Und es macht mir, ich darf es nochmal sagen, Leute, ey, Witchfire. Ja, das ist Bloodbound in also das ist so nice. Wirklich, es ist so nice. Ich kann es nur wiederholen. So, jetzt die Frage. Entweder ich mache mir den Mysterium, die ich gefunden habe, weil auf der Karte 2 so ein kleiner Boss rumläuft. Der ist so ein bisschen scharfschützenmäßig. Ein ganz übler Bruder, der einen über die ganze Karte verfolgt. Und ich habe es halt geschafft, den auszuschalten. Mit dem Scharfschützengewehr, nicht im Nahkampf. Und dafür gibt es dann dieses Mysterium und ich kann jetzt damit eine dieser angewählten Waffen verbessern. Welche, kann ich gerade noch gar nicht so sagen. Next Mysterium, 45 Direct Damage und 5 Meter, ja, es ist nice, es ist nice. Es ist echt nice. Und das ist auch sowas. Wie benutze ich das? Das ist allerdings die Frage, die sich mir noch nicht so ganz erklärt. Aber ich möchte einfach nur, um drin zu bleiben, jetzt mal eben bei meinem Revolver bleiben. Damit ich zumindest erstmal mich auf Sachen verlassen kann. Auch wenn sie jetzt für die Situation von mir nicht optimal gewählt sind. Aber zumindest brauche ich mir jetzt im Spiel selber keine Gedanken machen um das Equipment, was ich bei mir trage, weil ich das einigermaßen beherrsche. Also, ich würde sagen, genug gequasselt. Wir gehen mal auf die Karte 1. Bevor wir das tun, gucken wir hier nochmal eben kurz rein. Weil ich kein Geld hatte, konnte ich keine Forschung aktivieren. So, hier auf der rechten Seite befinden sich nämlich auch nice Sachen. Tolle Sachen, die ich erforschen könnte. Und da seht ihr schon, da habe ich hier einen Ring schon gemacht. Aber ich glaube, dass ich die 10 jetzt hier erstmal in die Demon-Waffen weiter reinstecken möchte. Ja, weil ich, und klar, wir wollen loslegen, ich verstehe, aber ich wollte euch die noch zeigen. Also ich habe die beiden, und Leute, das Ding sieht so übel aus, ich habe sie noch nicht ausprobiert. Allerdings hat sie hier, diese Armbrust, whatever, einen Schaden von 200. Eine Reichweite von 20 Metern. 24 Meter Stabilität ist gut. Schussrate ist nicht so gut. Mobilität, woran auch immer das bemessen wird, muss ich auch noch herausfinden. Und dann haben wir hier den gefallenen Stern. Meine Güte. 250 Damage. Übel, übel die Reichweite. Und ansonsten Mobilität mau. Wir nehmen das Ding mal mit. Einfach, weil ich glaube, dass wir es erstmal herausfinden wollen, dass, ja, ob das denn alles so in Ordnung ist. So, Schwaller die Schwaller, knapp eine Viertelstunde geschwallert. Jetzt wollen wir in die Action. Aber ich wollte euch auf den aktuellen Stand bringen, damit ihr leichter reinkommt. Vielleicht. Vielleicht. Wir müssen noch eben, bevor wir losziehen. Mittlerweile kann ich auch drei Potion bei mir mit mir tragen, weil ich ordentlich gelevelt habe. Ne? Ich glaube, damit hat das zu tun. So, wir gehen erst hierhin, weil ihr erinnert euch vielleicht. Wir hatten dort einen kleinen Spot. Der ließ sich laut Information nur mit dem Gnosis Level Nummer whatever
Aber jetzt müssen wir erstmal hier. Das war ja ein Einstieg, Leute. Ja gut, dann nehmen wir doch erstmal eine High Potion. Natürlich! Kann doch nicht wahr sein. So, pass auf. Immunität gegen Magie, Feuersprüche oder Chaosflamme. Double Damage. Wenn... Also... Jeder Schuss kann zufällig einen doppelten Schaden bei einem brennenden Ziel machen. Ich nehme erstmal den hier. Eine Sekunde habe ich einen kleinen Schutz. So, jetzt pass mal auf. Jetzt wollen wir eben gucken. Also, wo war das? Und werden mir jetzt diese... Kann ich? Ich habe doch was gekauft. Ich habe doch hier so einen Gegenstand gekauft, der mir die Kisten anzeigen soll. Navigationscharge. Aber die kann ich alle nicht benutzen. Sonst würde es ja da stehen, ne? Gute Frage. Gute Frage, Leute. Aber gut, da wollen wir uns jetzt erstmal nicht drum kümmern. Wir wollen ungefähr... Ich glaube, das war hier irgendwo. Kann das sein? Oder war es da oben? Naja, ich würde sagen, wir gehen einfach auf die Suche, ne? Ja, wir gehen einfach mal auf die Suche. So, komm, wir hauen ab. Die habe ich ja jetzt gerade aufgewertet. Ich habe jetzt noch keinen besonders großen Unterschied gemerkt. Aber wer weiß, was noch passiert, ne? Da hinten läuft einer rum. Hier war das doch, oder nicht? ...2000 Aschen investiert und jetzt werden wir feststellen, was sich da unten befindet. Wird uns da ein Miniboss erwarten? Ich weiß es nicht. Was auch so düster hier, ne? Ich sehe überhaupt nichts. Ich hoffe, ihr seht besser. Okay. Na, die ist ein bisschen groß, glaube ich. Die wählen wir jetzt nicht. Leute! Ich sehe es total schlecht.
glaube, die sind geklärt hier unten. Für den ersten Bereich. Ist das für euch denn... Ja, es ist sowas von... Ich wünschte, ich hätte das Bild auf meinem Monitor. Oh. Okay, wir gehen mal. Action! Leute, wie cool. 60 Schuss. Da geht noch was. Malikos Power lies in wait. Na, ich gehe mal davon aus, dass da richtig die Post drin abgeht. Ein Weg mehr nach hinten. Interessant. Interessant. Wir gehen gleich wieder rein. Wir gehen gleich wieder rein. Spannend. Und ich merke das richtig. Da hat's vom Level für mich nicht hochgeschraubt, aber ich bin noch nicht. Da muss ich ganz anders jetzt rangehen. Ich war zu langsam, kein Thema. Das ist spannend, da will ich wieder hin. Komm. Wir gucken uns das an. Also, Wellen, die auftauchen. Hier sparen wir unsere Energie und machen uns erstmal aus dem Staub. Mit 3 Potion hoffentlich gehen wir da runter. So, wo war das jetzt? Hier oben nicht. Ich glaube hier runter, ne? Ich finde das auch sehr nice, wie die Gegner versuchen, sich zu schützen und bei geringen... geringen Leben dann tatsächlich noch versuchen zu entkommen oder sich in eine Deckung zu suchen, finde ich sehr nice. So, wir müssen mal eben gucken. Ja, Stamina oder... Ich glaube, ich nehme jetzt für diese Geschichte, die wir gerade am Start haben, lieber... Okay, seht ihr? Die Gegner haben sich deutlich... verbessert. Er hat gleich...
so einen roten Schimmer drumherum. Das wird deutlich was anderes sein. Also die haben sie ja vorher nicht gehabt. Okay, ich komme gar nicht in die Situation, jetzt gerade den Spot zu finden. Aber wir gehen da gleich hin, kein Thema. Weapons. Burn enemy drops. More witchfire. Ja. Ja. Wir wollen mehr Hexenasche. Na klar wollen wir mehr Asche. Hör auf. So Leute, hoffentlich finde ich jetzt diese blöde Tür relativ zügig. Also ich bin da runter, bin hier so schwabberdidab, bin dann hier schalali und schalala und bin dann hier rein. Wie sieht es mit Munition aus? Ist noch okay. Genau. Wir gehen rein, laden durch und versuchen... Licht, Leute. Ich glaube, ich gucke lieber auf den Monitor. Geil. Oh. So was geht. So eine richtige Nahkampfwaffe. Gibt's jetzt nicht, ne? Ich glaube, mich begeistert dieses Spiel auch sehr, weil ich in den 90ern gerne Hexen gespielt habe. Okay, ich muss sie so ausschalten. Ich nehme hier einfach unerfreulichen Schaden. Ich glaube, bei den Typen, wo ich draufgegangen bin, würde ich, glaube ich, mal diese Demon-Waffe ausprobieren. Aber ich weiß natürlich nicht, in welcher Form ich auch Schaden nehme. Die haben ja angezeigt, die zeigen Flächenschaden an. Und inwieweit ich selber ein Dämon bin, ist ja auch noch nicht geklärt, oder? Was für ein Ofenrohr! Was für ein Ofenrohr! Okay, geht los. Kennen wir das nicht irgendwoher? Kennen wir das nicht irgendwoher? Wie herrlich! Wie herrlich! Wie herrlich! Das Spiel zwingt mich wirklich, mein Radius wirklich offen zu halten. Na, wie gut! Wie gut! Wir machen das jetzt, Leute. Das ist, wir müssen damit weitermachen. Bis wir das Ding geklärt haben. Okay. Also. Mehr Dark Soul geht nicht, oder? Ja, den nehmen wir noch mit. Und beschäftigt euch bitte mit euch selbst. Wir wollen den direkten Weg. Genau, das wollen wir.
So, geh mal in die... Einer ist noch da, oder? Fuck! Lad durch. Ja, ich glaube, wir nehmen die. Ah, ne, wir nehmen die. Okay. Fokus! Hätte einer meiner beiden Lieblings-Creator auf YouTube gesagt. Ich nehme ihn beim Wort. Schöne Grüße. Komm doch! Jetzt liegen die Seelen natürlich sehr ungünstig da, ne? Komm doch! Los, komm! Das ist gut, das ist gut. So, und jetzt, meine Leute, jetzt wird getanzt! Erstmal laden wir nach. Bevor die Musik beginnt. Oh, Alter! Oh, Junge, 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 wer ist er denn? Wer ist er denn? Was ist das denn für ein Monster? Was? Und das ist noch nicht mal der Bossraum, ne? Leco mio. What is hier los? Hustekuchen, Alter. Den nimmst du und bam! Irgendwie liegt da oben ein Trainer. Muss ich innerhalb dieses Timers diesen Bereich auch noch klären? Seht ihr den Timer da oben links? Das setzt mich jetzt ein bisschen unter Zeitdruck, glaube ich. Monk's Note. The Dreams Command.
Okay, ich soll dem Flüstern folgen, damit ich irgend... Weil das Licht auf mich wartet? Ich habe nur noch eine Minute. Was ist los? Das ist ja riesig hier. Wie komme ich denn da wieder hoch? Und was sind das für Lampen? Defeat the four guardians before times run out. Aber wie soll ich das denn jetzt in 30 Minuten hier schaffen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sanity geht runter. Jetzt, wo der Zeitraum abgelaufen ist, eieiei, das kostet richtig übel. What is... Ein erheblich übler Bereich, immer. Was denn hier los? Da geht es mir gar nicht um die Seelen. Hör mal, Leute, was ist hier unten im Dungeon los? Was geht? Ein Zeitlimit. Wie soll ich die denn so schnell ausschalten? Wahrscheinlich mit einer anderen Waffe, ne? Boah, da muss ich mir mal eben kurz hier Gedanken machen. Die Sanity geht runter. Die geistige Stärke? Fragezeichen. Die Stabilität? Also das Ding nehme ich erstmal wieder raus. Das ist mir zu wummig. Ja, aber ey, irgendwie habe ich das Gefühl, die haben wir auch noch nicht ausprobiert, ne? Ja, aber ich sollte jetzt keine Waffe mitnehmen, die ich noch nicht gelevelt habe. Ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz. Ich muss einfach Gas geben, ne? Aber hatte da mal durch so schnell. Ob wir das lösen, kann ich euch nicht versprechen, Leute. Habe ich Potion dabei? Ja. Das kann ich nicht versprechen, aber ich weiß auch nicht, dieses grüne Licht und dieser Zeitraum, ich müsste das so schnell durchhatten. Das ist sehr unerfreulich. Ich glaube, wir sollten das erstmal hochsetzen hier.
Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob ich diese Spots hier reinigen sollte, dann, bevor ich da runter gehe, nochmal so eine Munitionskiste anlaufe und dann mit den positiven Perks die sich aufgebaut haben, darunter gehen und sie alle kalt machen. Wird sie dann planen, oder? Und möglichst nicht so viel Leben verlieren. Ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt versuche. So, Burning Enemies. Okay. Casting Fireballs. Grant Temporary Boost to Stamina Weapon. 10%. Diesen roten Schimmern, den sie jetzt mittlerweile, nachdem ich in dem Buch gelesen habe, um sich herum tragen, der ist neu. Und deutlich macht sie deutlich hartnäckiger. Aber das soll nicht unser Problem sein, jetzt im Moment. So, Weapon Damage, Cost, Maximum hier, okay. Self Reload. In dem Augenblick, wo wir nachladen, sind wir eine Sekunde nicht verwundbar, so wie ich das verstanden habe. Versuchen dann auch tatsächlich in einen Hinterhalt zu gehen. Nices Gegnerverhalten. So, wo am ADW ist die Munitionskiste? Ich glaube, dass ich eine größere Chance habe, wenn ich diesen Spots mal eben kläre. Fire Rate Boost, okay. Die Fire Rate Boost
aber bei nicht automatischen Waffen würde passen. Elementen Fire Rate, Killing an Enemy. Ich nehme das. 20%. Wir haben zwei nicht automatische Waffen im Stock. Von daher passt es, glaube ich, ganz gut für mich. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Okay, Demon. Ein bisschen Gold, ganz wichtig für die Forschung. So, und dann holen wir uns jetzt mal die Ausrüstung. Pilz. Da ist die Kiste. Jawohl. So, und jetzt war es ja hier irgendwo, ich vergesse es immer wieder, ich muss es mir wirklich mal auf der Karte anschauen. Hier vorne ist mein... Wieso denn da? Ist da oben dieser eine Eingang aufgegangen, der hier? Ich vermute, irgendwie habe ich so das Gefühl, vielleicht, wenn ich von der anderen Seite komplett durchgehe. Was? Okay, der Spot ist auch geklärt. Bluttransfer. Ja. Das nehmen wir auf jeden Fall. Mehr Hexenaschen ist jetzt nicht unbedingt meins. So, da oben. Warum liegen da meine Aschen? Aber hier soll das sein. Also befinde ich mich unterhalb diesen Kartenstücks. Verstehe. So, leider Gottes müssen wir die nehmen. Und jetzt suchen wir uns den letzten Spot. Den hier. Und dann gehen wir vor... Ich habe gerade auch die Karte genommen, ne? Beziehungsweise die letzte Kiste. War nicht clever. Hätte noch warten sollen. Ihr habt ja so recht. Ihr habt ja so recht. Okay, dann versuchen wir jetzt dran vorbei zu kommen. Wir haben zwar noch nicht alle Bereiche geklärt, aber wir haben 6 Minuten Zeit. Eieiei. Das ist ja genau das, was ich brauche in einem Spiel, ein Zeitlimit, ne?
Das wird doch nix! Hör doch auf! Nein! 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 Was ist eine Stunde rum? Ah, nein! Leute, gibt's doch gar nicht. Aber so ist es. So ist Witchfire, Leute. Was macht sie denn jetzt hier oben? Ah, wie gut. Aber warum wird mir das denn nicht... Out of stock. Aber warum kann ich den denn jetzt nicht... Mal eben gucken, ob ich den ausrüsten muss. Muss das irgendwie ausrüsten? Ja, da muss ich wirklich mal ordentlich nachlesen, ne? Weil das ist klar. Mir ist nicht klar, wie ich das Zeug anwende. Den hier. This item cannot be used here. Ja, aber wo denn? Wo kann ich das denn? Gute Frage. Also ganz ehrlich, und das ist sehr positiv gemeint. Ich hätte nicht gedacht, dass es für mich so fordernd wird, diese nächste Stufe zu bespielen. Und unten in diesem Dungeon, ich hasse ja Zeitlimits, aber es ist halt so, zu bespielen. Aber wirklich gut, weil nicht diese Gegner mit dem Scharfschützengewehr, weil es natürlich die Spielzeit verlängert für mich. Ich will natürlich wissen, was dabei rüberkommt, ne? Ob wir das heute schaffen, mag ich bezweifeln, aber es ist Es ist ein Versuch wert, ne?
Ja, man sieht schon, wie geschmeidig schön es sich spielen lässt. Wenn man es denn einigermaßen in den Griff bekommt. Ah, ich dachte, ich kann darüber springen. Also die Karte selber ist schon hart zu bespielen, nach dem Lesen in diesem Buch. Die Kämpfe hier sind deutlich, deutlich anspruchsvoller. Die Gegner sind hartnäckiger. Es macht fast keinen Sinn da im Moment, wenn ich neu auf dieser Karte bin, eine andere Waffe zu benutzen, die noch nicht gelevelt ist. Von daher verlasse ich mich gerade auf diese beiden Waffen. Allerdings, hör auf, wie gut ist das? Es macht richtig Spaß. Ich habe das Gefühl, ich bin auf einer neuen Karte. Und ich bin auch gespannt darauf, was mich auf dieser Karte jetzt, obwohl ich sie geografisch ja einigermaßen im Kopf habe, ist es doch wirklich sehr schön, jetzt nochmal einen ganz anderen Anspruch zu spüren. Ne? Also das macht mir große Freude. Killing enemy effects element. Okay. Missing bullets have chance to. Ja. Die Chance, dass die Kugel zurück in meinem Magazin landet, ist, finde ich, doch sehr nice. 40% ist nicht ohne. Das ist nicht ohne, Leute. Absolut nicht. So, was ist hier los? Er ist schon wieder. So, was nehmen wir? Witchfire Cluster lässt mehr fallen, Elite lassen mehr fallen. Die sind aber auch zeitbedingt, die sind relativ schnell weg. So war es auf der zweiten Karte. Die lassen diese dicken Dinger fallen. Und wenn ich da nicht sofort hingehattet bin, um dieses Ding einzusammeln, dann ist es verschwunden. So wirkte es. Ah, ich nehme den Bluttransfer. Ja, komm schon. So, den Pilz könnt ihr für euch behalten. Da scheine ich noch nicht die Erfahrung zu haben. Die habe ich noch nicht. Ich habe keine Schlüssel mehr. Das ist auch sehr nice. Das geht jetzt gerade hier echt an meine Reserve. Das wollte ich noch mitnehmen, genau. Wir haben nur noch eine Potion. Absolut falscher Moment, um da reinzugehen. Die Seelen machen mir jetzt auch gerade überhaupt keine Sorgen, weil es natürlich relativ leicht ist, hier wieder, relativ leicht ist übertrieben, aber es ist natürlich mit ein bisschen Fleiß schnell wieder reingespielt, was die Seelen angeht. Hinzu kommen die Dinger hier, die ich hier fleißig einsammle, die haben wir auch sehr. Ich habe schon welche benutzt. Ich weiß gar nicht, ob nachher noch irgendwas entsteht, wo ich sie ähnlich wie bei den Soul-Spielen benutzen kann, um Gegenstände vielleicht nochmal aufzuwerten. Das weiß ich alles nicht. Aber ihr seht, es sind einige da. Die großen habe ich gar nicht angerührt. Ein paar Large. Man sieht ja jetzt hier auch, ich habe das gar nicht so im ersten Augenblick wahrgenommen. Es steht ja auch auf der rechten Seite, wie viel Aschen sie geben, wenn ich sie lerne. Also da steckt noch Potenzial drin. Hier sogar
ein kleiner Radius. Es können 5240 werden. Es können aber auch nur 2620 werden. Und dazwischen kriegst du dann die Seelen oder die Aschen, wenn du diesen Stein nutzen würdest. So. Es macht keinen Sinn, da runter zu gehen, Leute. Es macht überhaupt keinen Sinn, aber ich versuche zumindest... What? Ich komme da jetzt nicht mehr rein? Ich wollte jetzt eh runter, um nur zu versuchen, meine Seelen rauszuholen, aber das Ding ist begrenzt. Was heißt das jetzt? Tatsächlich, jetzt kann ich das Ding benutzen. Wahrscheinlich wird mir jetzt auf der Karte, das ist natürlich... vielleicht verschwendet, aber jetzt werden mir die Kisten angezeigt. Seht ihr? Jetzt werden mir alle Kisten angezeigt. Wahrscheinlich kostet das dann jedes Mal, ich weiß nicht, was habe ich ausgegeben? 6000 Aschen? Alles klar, wir kommen da jetzt gerade nicht rein. Oder es ist Zeit, jetzt ist er wieder offen. Seltsam. Also ich werde jetzt versuchen, an die Seelen ranzukommen, ohne jetzt in den hinteren Bereich zu kommen. Das wird jetzt hier erstmal unsere finale Runde werden, unsere Seelen zurückzuholen, um somit nochmal uns in der Basis neu aufzustellen. Die würde ich schon gerne wieder haben, um jetzt vielleicht nochmal eine Möglichkeit zu haben, mich da neu aufzustellen. Das waren ja nicht unbedingt wenig. Und wir haben die Stunde rum. Es ist immer so, dass mir eine Stunde recht reicht und es macht dann auch keinen großen Sinn, mich dann auch weiterhin hier weiter zu spielen, weil mir die Konzentration auf Flöten geht. Und ich mag es einfach auch begrenzt. Ich mag meine Dattelei auch gerne zeitlich begrenzen. Also, Leute, das war die vierte Runde zu Witchfire. Hör mal, Witchfire ist ein wunderschönes Spiel und es hat mir mal wieder riesig Bock gemacht. Schade, dass ich euch nicht diesen Dungeon clearen konnte, um zu sehen, was dahinter geschieht. Aber seht es positiv, so könnt ihr es selber entdecken und... hat noch so ein kleines Mysterium offen. Aber an dieser Stelle danke ich euch fürs Reinschauen. Bleibt gesund und tapfer. Bis dann, euer Doc. Ciao.